Oha, bei euch ist es ja wirklich richtig warm. 33 Grad lese ich hier gerade in Bern. 33 Grad in Bayern. Okay. Südtirol fast 40 Grad. Oh. Ich habe in den Nachrichten schon gesehen, Frankreich und Italien warnen vor extremer Hitze schon wieder. So, ist das jetzt hier schon wieder zu dreist oder geht das klar? Wow, der KV1 ist so wild. So, man darf die schon wegmachen, ne? Jetzt klappt, wo ich ihn anzünde, da klappt's dann auf einmal, ne? Moin Doktor, Grüße. Jetzt, wo ich ihn anzünde, da treffen ihn plötzlich alle. Ansonsten, er fährt hier quer übers Feld, trifft ihn keiner. Dann zündet ihn der Papi an und dann auf einmal treffen sie alle. Hallo Woody aus Toy Story, Grüße. Solid. Ja, deswegen habe ich es ja gesagt. Moin, Matt Driver. Hallo, Bobbis. Hallo, Takeshi. Ich weiß doch, ihr Saarländer. Seid alle im Herzen Franzosen. Hallo, Sneaky Python. Grüße. Jetzt doch nicht mehr, oder was? Okay. Elsass Lothringen wird nie echten Frieden erfahren. Moin, Axelron, hallo Nightlord. Ah. Solid. Das Gute ist, wenn ich im Saarland bin, da kann ich schon ordentlich das Maul aufreißen. Ich hab da noch gute falsche Mega-Connections. Da kann der Mob mal kommen. man muss nur wissen, wo man das Maul aufreißen kann. Auf dem Land in Bayern soll ich es besser lassen. Da kenne ich nämlich niemanden. Happa, 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 hier nicht durchschießen. Komm. Junge, die Bursts schmecken aber auch, ne? Moin wieder daneben, hallo Warhappy. Solid. Ist ja nicht nur immer die Frage der Quantität, wie viele Leute man kennt. Es ist ja auch die Qualität. Moin TMI, hallo Alvin, moin Gartenbaustämmler, Grüße.
Moin, Borsig, Waffenträger. Ich will ja mal wegfahren, weil ich denke, ich bin offen und dann... Wer sieht mich da nicht, oder was? Hallo? Moin Jörn, hallo Rebirth. Moin Knifte. Ich gehe die jetzt mal an, hier die Jungs. Hallo Flyer, Andi. Das scheint mir auf jeden Fall eine faire Runde zu werden. So, Valentine fehlt noch, ne? Moin, Payrit. Solid. Wenn ich komme, dann immer dann, wenn bei euch Weinverkostung ist. Ich muss sagen, das hat mir immer sehr gut gefallen. Moin Flo. Ich mache im Fünfer mehr Schaden als im Zehner. Das ist fair. Moin Warhappy, vielen Dank für die 8 Monate. Dankeschön, vielen Dank. Aixeron, vielen Dank nochmal für die 19 Monate. Ich liebe diese Burst Gun, ne? Ich kann das den ganzen Tag spielen. Vor allem, wenn du die ganzen kleinen gelben Zahlen hochfliegen siehst. Dann denkt man immer, man macht richtig Schaden. Ich habe meine Tierstufe gefunden, ja. 174 Credits habe ich auch noch plus gemacht. Also, läuft doch. Wenn ich jetzt hier einen richtig Assi-Spinner mache und da in der Mitte die ganze Zeit ranjodel, ja, würdest du dann up-aimen? Genau, ich würde, ich glaube, ich fahre über die Neulandlinie dann so Stück für Stück mit ran, weißt du? Nee, gleich da oben drauf stellen, weil ich werde die quasi dann versuchen niederzuhalten. Ja gut, versuche ich. Ich komme gleich vorne ran. Ja. Weil dann würde ich jetzt gleich direkt reinspringen. Nee, nicht reinspringen. Mach nicht. Okay. Da legst du dich halt immer sofort wieder fest auf eine Sache, weißt du? Da brauchst du nur eine Cobra-Jodel. Und dann ist deine Runde wieder gelaufen. Gott, du bist so konservativ geworden. Früher hast du immer gesagt, das mach das dümmstmögliche, dann machst du es richtig. Absolut, ja. Naja, man muss sich an die Gegebenheiten anpassen, ne? Und die haben sich nun mal geändert. Wow. Aha.
Da drüben steht ein Skoda, den ich nicht aufmache. Conway, bitte, please. Wow. So. Haben wir noch einen Moment hier? Der wirft sich da drüben alle Bäume um. Ich krieg schon. Guck mal, A2 stehen drei Panzer. Pass auf, die. Die drei. Aber da hinten, da rechts daneben stehen zwei Panzer. Okay. Was ist das denn? Ich pieke jetzt auf den E3. Das muss wehtun. Wie auch von unseren Leuten schon wieder keiner trifft. Stritzwahn, Alter. Ja, du, aber es steht halt auch niemand. Ich verpiss mich direkt. Der E3, der wird jetzt die ganze Zeit hier vorne stehen. Da drüben war der EBR. Der wird jetzt die ganze Zeit hier stehen und ab M. Darauf habe ich keinen Bock. Ich fahre an die Ecke hinter. Wenn er hier aber piekt, machst du ihn, ja? Ja, natürlich. Da vorne kann ich dann drauf schieben. Wir haben wirklich 1, 2, 3, 6 Panzer am Beach unten. Also. Geil. Ja, ich bin immer noch nicht in Position, sorry. Wie, du bist noch nicht in Position? Handeln Sie! Er pickt hinterm Felsen, das macht das smart. Es gibt immer Leute, die schießen können. Bachelor ist am Start, ja. Warte, wir können eigentlich Nuller-Linie außen spielen, nicht? Jetzt bin ich wieder offen. Hinten, Bro. Der Weapon drauf. Zack, Schalter. Bam, Junge. Oh, der E3 hat aber auch, ich glaube, vom 704 da hinten kassiert. Ja. Du, lass uns Nullerlinie gegen pushen, würde ich sagen. Da steht immer noch der EBR. Aber ich fahr mal wieder ran hier. Der E5. E3 war jetzt doch nicht die Gefahr, die ich angenommen habe. Ach, guck mal, unser E5. Ah, entspannt. Mein Loader ist tot. Der dann gestorben. Deswegen funktioniert ja, die haben sich gegenseitig jetzt hier wegrandaliert. Ja, ist doch gut. Schön. Ich glaube, der EBR steht hier nicht mehr, oder? Hm, könnte hier noch stehen. Für 3 Sekunden stand er hier noch da. Ich piek mal entfernt. Ich hab ihn mal vertrieben. Ich habe ihn nochmal vertrieben. Wenn er tot ist, würde ich gehen, quasi. Ich guck nochmal, ob ich hier nochmal den WT oder so aufmache. Wie weit ein Träger steht, glaube ich. Oh ja, schön. Ist nicht mein Spot. Ah, fuck. Ja, ich komme nicht ran. Aber alles halb so wild. Steht alles unten der Beach. Beach, please. Nee, irgendwer steht immer hinten. Das musst du bedenken. Aber ist gut, am Beach, da werden die HP meist gut konserviert. Zum Schluss noch viel zu holen. Schön gemacht. Kommen wir dran hier. Kiste braucht bloß ein Weilchen, um die Map zu überqueren. Jetzt, bis auf Hori war alles offen, ne? Also, kann gut sein, dass der Hori vielleicht hinten sniped am Beach unten. Beruhigen Sie sich. Guck mal, der IS-4 und... Ui, na, jetzt aber richtig Druck hier. Oia, oia. Also, du bist komplett alleine, ne? Just saying. Ich fahre erstmal Richtung Conqueror und ES4, weil die können wir jetzt gut ernten hier. Da ist der Hori. Ja. Wow, ich habe Kilometer an dem WT vorbeigeschossen gerade. Okay, so ist der zweite Träger. Nein, jetzt haut er ab. Oi! Oh. Alter! Oh, ich hab drin Schiss! Oh. Bitte was? Oh mein Gott, der nervt. Der nervt. Dieser Waffenträger. Alter, er nervt. Junge, das ist doch nicht dein Ernst! Er macht jetzt 3 von 3, genau, Alter. Der Gamer, du. Oh, ich hatte so eine geile Runde, Mann. Jeder hätte mindestens einen Schuss daneben gesetzt. Jeder bis auf ihn. Dieser dreckige Hund. Oh, er fängt sich jetzt an, der Schanz.
Was ist mit der Badge da hinten? Mit 7 HP hockt er dort. Oh, poor guy. Oh. Ich retten, Badge. Muss auch noch Rache üben hier am Waffenträger. Töte ihn. Bam. Oh, das ist immer ein tolles Gefühl, hier oben zu stehen. Und die am Beach da alle abzuholen. Ich habe gerade Mr. Miyagi-mäßig eine Fliege gefangen. Nice. Du hast was gemacht? Eine Fliege gefangen? Mr. Miyagi-mäßig eine Fliege gefangen. Aus der Luft geschnappt und direkt ja. In den Mund. Ich habe sie einfach nur zerquetscht. Fighter, vielen Dank für die 17 Monate. Dankeschön, vielen Dank. Moin Server. Hallo Atom. Ja, wo ist der der... Ah ja, das sind 210 Heavies. Gottes Willen. Hallo E100. Kriegt er seine... Oh, der kriegt das Rohr. Ui, okay. Wo ist denn der 60er hin? Ah! Morgen. Das ist okay, das gönne ich ihm den Shot. So, E100, jetzt bist du dran. Oh, der Emil! Ja, ich meine, gut. Ah, er ist leider vorher auf einem rostigen Nagel aufgeschränkt. Emi, hier, E100. Was hat er da auf der Seite drauf? So ein Scharfschützen oder was? Wie er sich aber auch null umdreht. Ja, Flucht nach vorne. Jetzt kommt meine Flugeinlage hier. Jetzt will ich aber auch sehen. Nur noch Dreiecke übrig hier in unserem Team, jawohl. Ah, schade, der. Wo steht er jetzt rein? Machen die nicht, du kannst springen. Jawohl. Jump. Warte, Kamera ist perfekt. Nein, 704, nicht pieken, nicht pieken, nicht pieken. Jump. Hauba. Oh, nicht anders. Schöne Haltephase. Ja, ne, Körperhaltung war richtig gut. Spannung war da. Ja, es sah für den Moment echt gut aus. Auch schön saubere Lage in der Luft während des Schussabgabe. Keine frühe Überdrehung. Sehr gut. Nächstes Mal, ne, wenn man das mit dem BZ-75 macht oder versucht, dann fährt man da rückwärts runter, zündet im Flug seine Raketen als wie so eine, wie heißt das, Raumschiff oder diese Booster. Hat das eigentlich schon mal jemand probiert? Wird man da schneller? Nee, du fängst dich da ab, weißt du? Durch den Schub, oder du generierst Gegenschub. Umkehrschub, rückwärts runterfallen. Umkehrschub, genau, und dann landest du damit. Ja, ach, das wäre tatsächlich mal ein Übungsraum wert, oder? Ja, ich sagte, das ist nicht. Dich rückwärts von der Klippe stoßen und dann kurz vor Aufprall zünden. Ja, die Runde hat geschmeckt. War doch für dich auch ganz okay, ja, komm. Bei wie viel stehst du ungefähr, weißt du das? Nö, aber ich gucke auch nicht nach. Ja, je länger ich brauche, umso länger kann ich völlig ungeniert Jochen fahren. Ja, gar keinen Druck machen, das ist wichtig. Oh mein Gott, our lucky day. Erst Proko, jetzt Muro. Mali. Westfeed vorhin auch noch gut mitgenommen. Geil. EBR gegen EBR. Was denkst du? Ich fahr da hinten. Ich fahr drüben rein. Also ich fahr jetzt hier über die... Ah, ja, ich hasse den Play. Du legst dich halt immer fest, ne? Du kommst nicht weg. Hügel ist alles sehr vom Hügel entscheidend. Ich kann die Hügel-Fight nicht wirklich beeinflussen. Ich hätte fast eher Fake gesagt. Oh, mach wie du machst. Do as you like. Soll ich... Ja, dann okay. Nee, mach. Ich will hier nicht. Ja, warte, ich probier's. Okay. Wenn er mir entgegenkommt, muss ich aber abdrehen. Ja, auf jeden Fall. Verpeizt sich mit 60 TP. Ja, da ist er. Muss jetzt kassieren. Ich hab gerade dem 60er gegeben. Der Eber ist offen. Ich kann nicht mehr ran, sorry. Skoda steht da auch noch. 60. Ja, sei vorsichtig, ne, der wartet jetzt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt 2200 auf dem Feld mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich nicht lieber wegfahren sollte. Dann ab raus da. Gut ist.
Jetzt mache ich den Move. Jawohl. Das ist doch ein solider Einstieg da. Schade, dass keiner auf den Eber geschossen hat. Die waren alle, ja, komm, aber dafür haben sie alle den 60 TP weggeerntet, die arme Sau. Genau. Also Skoda stand da. Ne, wer hat auf mich geschossen? Oh, da ist er. Jawohl, ich kann schießen, wenn er wegrennt. Er hatte den gleichen Gedanken hier. Was macht er denn da jetzt, der EWL? Genau, der Eber ist jetzt könntest du wieder rüberkommen, Feld spielen, ne? Das wäre jetzt eigentlich saugeil. Mach ich jetzt auch. Ja, saugeil, Mann. Jetzt zwei Blöde, ein Gedanke. Du hast ja Maus, E75, 704, 4005. Alter, ist klar, das geht ab. Was geht ab, was geht down? Habt ihr Bock auf den Spot? Jetzt steht da irgend so ein Char-Gamer drin mit CVS. Dann ja, dann taste dich vorsichtig an, du. Also, bin voll ready. Ich find's von dieser Seite recht schwierig, ehrlicherweise. Ach, du springst dann einfach mit ein bisschen Schwung, nimmst Anlauf, springst hinten rein, geh 1, dann hat sich das. Da ist noch der 60. Hey, poor guy, ich immer. Sauer. Also FV mache ich nicht auf. Doch, FV Stöße. Ja. Dann nimm Vollspeed Anlauf. Ja, mach ich jetzt so. Ja. Oh. Schön. Boah. Abpraller am Leo. Gut. Bin direkt im T95 Leo. Müsste da noch irgendwo stehen. Ja, ja. Du, komm. Ja, ich mach jetzt Anlauf. Du. Ja, Vollspeed und dann kannst du ja gleich hier reinspringen sozusagen, ne? Wartet? Nein. Doch. Hä? Doch. Ja gut, dann steht der 95er wahrscheinlich noch da. Aber du weißt jetzt, ne, warte, ich weiß jetzt nicht, welches Gebüsch das ist, das glaube ich, ne? Da kannst du so nah ranfahren. Ja, ja. Also. Ach, guck mal, der hat ja noch gar nicht bemerkt, was los ist. Wow, ich penne ihn nicht, oder was? Wir haben Hügel hardcore verloren, aber das ja, könnte ja, ein bisschen ja. Witzig werden. Ja. Mach nochmal auf. Ja. Unsere Maus fährt quer das Feld hier drin, sehe ich gerade. Du, ich würde jetzt vorschlagen, zurückkommen. Guck mal, wir verlieren gleich den Hill, dann werden die vielleicht runterjodeln. Ja, ich bin auf dem Weg. Naja, vielleicht funktioniert der Push auch. Ich stelle mich jetzt in den Standardbusch, ja. Ja, ja. Soll ich den Hügel echt? Nee, also ich denke, wenn du hier so irgendwo reinfährst, ne, ja. Und die, du kannst, die sind ja hier überall komplett offen, die ganze 900er, wenn die da runter pushen, können wir ja komplett reinernten, wie Gehirntote hier. Wie richtig kaputte. Ja, der SCB kommt unten rum. Ist ja völlig fein. Stell dich einfach rein, halt die offen. Ich fahre jetzt so weit wie möglich ran. Und dann kiten wir die einfach, ne? Halten die auf Distanz, fahren immer schön rückwärts mit Sicherheitsabstand. Klappen die raus. Jawohl, ich kann auf den Conqueror schießen. E5. Naja, mach entspannt, mach entspannt. Muss jetzt halt auch immer mit Sicherheitsabstand hier unterwegs sein. Du hältst die einfach offen, ne? Und wenn es zu brenzlig wird, kannst du immer wegrennen einfach. Ich kann auf den anderen Heavy schießen, dann habe ich gleich einen Render. E5 von SCB, jawohl. Ah, Alter, klar. Beautiful. T110E5 links. Ja, 3 Sekunden. Leute gingen seinen Tor. Ja, schon, egal. Alter, traumhaftes Szenario. Den Haar, ich muss ein bisschen zurücksetzen. Oh, scharfe Tour-Gamer drüben. Ich schiel auf den, ziel auf den Char. Conqueror, TNH, komm jetzt hier. Ja. Und links von mir, links von mir, links von mir, links von mir. Was ist? Kann nicht drauf wirken, du. Sorry. Ich muss jetzt los. Ey, hau ab, du. Klar. Lass die doch einfach, die können da durchkommen. Ich glaube, andere Flanke wird gleich relevanter. Dass du dich hier wieder aufs Feld stellst, sozusagen. Ja, ich denke, Feld wirst du jetzt gebraucht. Halt schön, wenn jetzt noch mal jemand. Oh. Ich versuch's nicht so leicht. Da hinten komme ich nicht mehr ran. Ja, ich versuche hier den Char und.
Der scheiß E5 jodelt mich halt. Ja, hau einfach ab. Komm wieder rüber an den Busch, wo du zu Beginn standst. Dann ist das. VZ in der Ecke? Rein? Ja, warte, warte. Ich muss kurz einmal selber schießen. Ja, Spot kommt, warte. Ich war links ums Haus rum. Ja, der Schar könnte schon überall sein. Ich habe keine gute Sichtweite. Dann zuletzt da im Gebüsch. Ach, ja. Foch war auch ganz schön offensiv unterwegs. Genau, du kannst dich vielleicht auch so stellen, dass du die da siehst. Ja, genau. Nice, komm mal ran. Ja, da sind sie, die Gamer. Ah, fuck, jetzt bin ich. Ich bin auch nicht, ich muss mal safe fahren. Jawohl, Foch wird schießen. Die Stehkacke. Wir sind jetzt noch zu zweit. Ja. Oh, ich kann nicht zurück, der Scheiß. Der fach endlich ab. Leopard kann ich machen. Ja, ich bin tot, ich kann vielleicht noch einen machen. Bosch ist im Reload. Ja, du aber. No chance. Schade. Alter, nein! Du, ey! Also, ja. Ich glaube, unser Team war nicht das Beste. Das war echt bitter, ey. Überall eigentlich zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen. Ja. Ich stand zum Schluss ziemlich scheiße, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte ganz hinten in die Ecke reinfahren sollen. Das war blöd von mir. Ich dachte, ich könnte auf dem Feld besser stehen, aber da kamen dann die Mediums an. Trotzdem war es, glaube ich, eine gute Runde für uns, ja. Junge, guck mal, das sind ja... Boah, die Leute, die wir am Hill hatten, das 277, der AMX, die haben ja... Ja, die haben, wie gesagt, da haben einige gar nichts getroffen, sonst hätte ich hier nämlich 15k Assist. Also der E5 quer übers Feld, TNH quer übers Feld, und also unsere... Auch die anderen TDs außer dir waren jetzt nicht wirklich ein Presseaccount. Wahrscheinlich von der Gamescom oder so war auch dabei. Ah, ich sehe es gerade. Also ich sag mal so, wenn hier 704 FV, wie hießen die denn hier alle? Ja, und, doch, das waren die beiden bei uns. Und die Maus und E75 stand noch da. Die sind halt dann die Maus. Der hätte halt auch ganz außen mit dir lang pushen können, dann hätte er da gut überlebt, aber der ist mitten übers Feld gefahren, so hat er die ganze Zeit vom Hill kassiert oder von der anderen Seite. Ja, aber trotzdem eine witzige Runde. Wollen wir ganz kurze Pause machen und dann gleich weiter? Ja, bis gleich.
Right. Empire Sven, vielen Dank für die 25 Monate. Saupacker nochmal, vielen Dank für die 14 Monate. Einen wunderschönen Abend, alle, die dazugekommen sind. Moin, moin. So. Was steht da denn jetzt hier? Verstehst du? Guck nicht nach. Guck nicht nach. Nee, ich guck bei dir. Achso, ich stehe bei 91,3. Du, dafür, dass ich vorhin eine minus 1% Glattrunde hatte auf Airfield? Ja, aber danach kam ja schon noch läuft's ein paar Leckerbissen, oder? Ja, ja, sag ich ja. Dafür läuft's ganz gut, ne? Gute 2% jetzt schon im Plus. Seit Beginn. Ja, ich sag mal so, ob wir die Runde jetzt gerade eben gewonnen oder verloren haben, wäre natürlich noch schön, noch ein paar mehr Schüsse gemacht zu haben. Ja, das sagt man sich immer, ne? Aber auf der anderen Seite, ich sag mal so, vielleicht hättest du auch weniger gemacht, wenn hier FV und so dann auch mal die ganzen Kollegen getroffen hätten. Na gut, nee, das hätte sich dann dadurch ausgeglichen, dass wir einfach länger gefightet hätten, weißt du, ich meine, alle hätten mehr davon gehabt. So, was ist der Plan? Ich weiß es nicht. Du kannst mal versuchen, die Leute. Ach nee, keine Ahnung, die da hochfahren, ne, dass man hier so quer rüber schießt direkt. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, dann bring ich mal versuchen, ich stelle mich hier vorne an so einen Container. Ich glaube, von da kannst du da noch nicht hinschießen. Das stimmt, ich muss. Ja, dann fahre ich noch ein bisschen weiter ran. Aber ich kann ja hier diesen Busch spielen. Ah ja, richtig, genau, du kannst hier oben hinstellen. Ja, oder? Ach so. Er hat sich erstmal festgeheatet. Warte, Leute, verfehlen den alle. Ah, nee, du. Mir ist das. Ich fahre in die Stadt, ja. Sorry. Ja, alles gut, mach was. Ich kann ja auch auf Damage erstmal spielen. Der gegnerische EBR hat sich ja gerade selber ein bisschen wegisoliert. Ich fahr jetzt hier nochmal wieder runter. Oha, hier kommen aber jetzt ein paar. Hä? Was ist das denn? Ein ganzer Heavy Platoon, welcher da so reinjodelt. Hä? Was ist das denn für ein Play? Die haben wohl keinen Bock auf die Karte, oder wie muss man das deuten? Ich weiß es nicht, was die haben. Auf jeden Fall haben sie wahrscheinlich Skill-Herpes. Ganz widerliche Krankheit, sag ich dir. Ja, verstehe. Du, ich push jetzt hier in die Mitte rein, dann können wir die nämlich alle schön hops nehmen hier aus dem Bunker raus. So zumindest die Theorie. Der KPZ da auch noch vorbeifährt, dann kriegt er auch noch einen in die Seite. Ja, die fahren jetzt hoch. Ja, 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 KPZ kann man gleich ins Heck beschießen. Doch nicht, fährt nicht weiter. Irgendwer konnte. Du musst da hoch. Ja, aber dann spotte ich jetzt die FV-Spinne auf der anderen Seite. Da stehen bestimmt auf A2 welche, A1. Ich muss jetzt hier rein. Ne? Ich fahre da leider nicht weiter, die Regen. Ich fahre jetzt hier hoch. Ja. Guck ich mal, ob ich da hinten was spotten kann. Genau, ich lunche hier durch die Lücke durch, also ne, alles was an der Brücke steht, kann ich theoretisch beschießen. Ich meinte eigentlich eher da hinten. A2. Ja. Aber das sehe ich von hier nicht, ne? Weiß ich nicht. Ich mach mal einen Fast Run vorne rum, mal gucken, ob ich was sehe. Was heißt denn vorne rum? Ja, da. Ja, sowas warte, wie das 260 etc. Oh, das Heavy Platoon, das. Oh Mann. Das hat sich gerade von selber da verabschiedet. Aber ist gut, du lässt die ganzen Heavys rausgehen hier und dann kannst du machen, was du willst. Guck mal, im Norden, da pushen unsere Leute übel durch, da ist noch nichts offen. Also ich nehme mal davon, ich gehe mal davon aus, dass da im Süden. Ja, ich mach jetzt. Was steht? Oh, 114 SP2 steht da oben noch. Wieso lebt der Rino Zoronte eigentlich noch?
Ja, weil wenn wir da rauspieken, weißt du, dann kassieren wir einfach. Die können doch nämlich nicht mit 8 Panzern da hinten in der Ecke stehen. Scheinbar geht das alles. Doch, können sie ja. Machen sie auch. Ich kann jetzt erstmal kurz noch den E3 ernten. So, ich mache jetzt hier einen Run auf ETDs hier hinter, ja? Der war auch sexy. Hier steht im Übrigen noch ein 114 SB2. Ja, ja, mach mal ruhig. Mach mal ruhig. Was? Aber die Badshed nochmal 1344 gegönnt. Ja, ich mach ruhig. Ich kann jetzt zugucken. Prost. Ja, der möchte nicht wegfahren, ist aber okay. Danke. Wusste ja keiner, dass man da direkt sich überschlägt, wenn man rückwärts wieder runterfährt. Echt, ey. Was ist denn da los? Warum sind da keine Warnschilder angebracht? Ich wollte jetzt Mailand natürlich nicht für seine Gunmark noch mehr Schaden wegnehmen als ohnehin schon. Das ist sehr korrekt von dir. Ist halt auch nicht mehr so viel, ne? Ist auf den 114er. Scheiß auf ihn. War auf den 114er. Jetzt kriegst du nichts mehr ab. Scheiß auf ihn. Ja, wenn der mich piekt, dann bin ich tot. Nein, den musst du pieken. Völlig richtig. Völlig richtig, der Move. Ja, ich habe halt noch gewartet, weißt du, bis er sich umgedreht hat. Das Coaching kostet aber. Mhm. Jetzt hast du ja nämlich noch 2 Schüsse gekriegt. Ja, ich rechne das einfach gegen mit meinen Coaching-Stunden, dann, musst du nicht ganz so tief in die Tasche greifen am Ende des Monats. Okay, danke. Das ist sehr fair. Muss ich mir ja, nicht nochmal über das... Ja, plus für mich die Runde. Ach doch, okay, auf so einer Karte. Ach so, ich dachte, du hättest voll die gute Runde jetzt. Ja. Nee, auf was denn, du? Da war ja nicht viel. Ich hatte eine gute Runde. Ich hatte irgendwie 7K oder so kombiniert. Dann geil. Ich durfte die Heavys ja auch mit selber farmen. PJ, vielen Dank für die 8 Monate. Dankeschön, vielen Dank. Hm. Ja, 7 habe ich. Wobei. Bist du den? Hm? Ich bin vorhin halt light gefahren, bevor du kamst, WZ131. Und hatte die ganze Zeit Cliff, Mean, Ensk. Aber das war, lief auch ganz gut trotzdem. Ja. Was will ich? Ja, ob du dich vielleicht hier irgendwie reinstellen möchtest, wäre jetzt meine Frage, ne? Kann ich machen, ja. Kannst natürlich auch. Ja, weiß ich nicht. Wir müssen gucken, wie viel auf die Flanke mitfährt, ne, und dann, ob sich's lohnt, da weiter zu spotten oder nicht. Die erste Buschreihe hier, ja, ne? Ja, irgendeine da. Ich weiß jetzt gar nicht, wo genau. Jawohl, nice. Was schmeckt ihm? Aber unser anderer Leiter ist leider nass zu schön. Der WZ ist ein bisschen. Der ist verrückt, ja. Bisschen garstig. Naja, ich lasse ihn mal machen. Ah ja, da ist der CS in der Ecke. Ah, da ist noch ein Centurion mit. Oh mein Gott, jetzt habe ich da wieder eingeblendet. Oh, jetzt geht der. Guck mal, der Patton hat die Schnauze voll. Der will jetzt hinter dem Haus in Deckung bleiben, oder was? Ja, ich schieße auf die Mediums da in der Ecke. Der Patton fährt jetzt einfach rückwärts weg. Ja, ja, warte. Ich lade noch 5 Sekunden. Ja. Der fährt hoch. Der Patton, Junge, was denkst du denn bitte? Er kommt damit davon, das ist krass, oder? Mhm. Ja, die anderen da drüben, die haben nicht ganz. Ja, weil die alle auf die Typen da in der Ecke schießen.
Da ist 268 links. Ich immer, ja, bitte leg ihn um. Guter Schuss. Meine Güte, da. 268, da geht der Schuss, die haben jetzt Magneten verbaut. Ey, Junge, der Forsch hat gerade dreimal daneben geschossen, viermal daneben geschossen. Das ist fünfmal. All you can farm in der Ecke hier. Fünfmal daneben geschossen. Wow. Ja, jetzt geht's los. Oh, beautiful. Ja, ja, hier in der Ecke ist wirklich gut was zu holen. CS rennt gerade, aber den kriegst du nicht nochmal auf, glaube ich. Ey, dieser CS. Oh, Light kommt. S268 schon wieder. Ich muss mich selber erstmal in Deckung bringen raus. Aber ich habe noch einen Schuss gleich auf den Light. Wow, nein. Der hat verfehlt. Ich weiß nicht ganz warum. Boah, aber jetzt macht er Foch B. Mit Snapshot macht er den. Geil. So, ich. Schau mal, das Buffet ist jetzt eröffnet. Ich rück mit auf. Sind Sie bereit? Bin bereit. Any given Jodel Shit. Da links. Arti mach ich selber. 268, ich immer. Oh, du geiler Typ. Weißt du, du musst fünfmal vorbeischießen und das schlechteste RNG überhaupt haben. Ich sag mal so, und er hat jetzt auch Lack genug, ne? Ja, wirklich. Und dann emmerackt man ihn halt einfach full HP. Ja, wir müssen gleich Base Death machen, oder? Also erstmal müssen wir noch die Clowns hier klatschen, aber dann... Clowns klatschen, okay. Ja, der CS, glaube ich, ist ganz... Ach, hier drüben ist er. Da oben 268. Jawohl, ich immer. Warte, emmerack ich auch noch. Ja, okay, aber... Er dreht zu mir. Ja, ja, alles gut. 5 Sekunden habe ich noch einen. Nee, nochmal abgefeuert. Gut. Ja, aber Base Death ist jetzt angesagt, das stimmt. Ja, warte, ich mache kurz noch das 140er hier weg. Nee, lass ihn doch, lass ihn schimmeln da. Das ist Zeitverschwendung. Okay. Also, ja. Okay. Ich wusste, dass ich die Oberwanne treffen würde. Das ist so klar manchmal. Spottest du die jetzt selber? Den habe ich selber gespottet, aber ich bin halt auch abgeprallt, deswegen. Wir fahren einfach ran und killen die, du. Wir haben etliche HP verschwunden. Naja, so viel sind es jetzt gar nicht, ne? 6000? Dann halt sind es nur 4000. Können wir machen, okay. Sacrina, genau. Amino. Der CS will mich. Ja. Soll man hier nicht so aufmucken? Ich fahre rauf. Das ist noch ein 277. Schade, das war's schon wieder. Ich hol mir die AT. Hol dir die AT, genau. Gut. Gut, gut. 6K ja, durch das Honorack. Das war okay. Ja, die Gegner waren einfach zu schlecht. Warte mal, du kannst die AD. Kannst du die noch spotten? Dann können wir beide davon profitieren, weißt du, wie ich meine? Ja, dann musst du aber auch. Da ist er. Ja, bin da. Ja, ich komme gleich ran. Ja, perfekt. Danke dir. 7K fast. 6, 7. Okay. Schön. Eieiei, du weißt, dass das, also bei allen anderen Panzern, okay, da sagt man ja, weil im Platoon und so, aber das hat mich jetzt wirklich Überwindung gekostet, ne? Das kostet zusätzlich zu dem Coaching, die Arti nicht selbst zu richten. Das war schon Liebesbeweis, das weißt du aber, ne? Das weiß ich sehr zu schätzen, ja. 90 spielen können, also Sandwich. Ernst. Ja, dass wir uns aufladen können, sozusagen. Aufladen? Ja, irgendwo eine Rampe, weißt du, und dann übereinander sozusagen gestapelt spielen können. Ich verstehe auch gar nicht, warum man dann als unterer Panzer nicht schießen kann. Das ist sinnvoll. Ich verstehe auch gar nicht, dass wenn du mit deinem Panzer über einen anderen Panzer drüber fährst, dass du dann auf einmal genauso viel HP verlierst wie der unter dir. Verstehe ich auch nicht. Also wo ist denn da das Problem? Warum sind da auf einmal...
Was? Magnetfelder, die da entstehen. Magnetfeld. Stadt? Nee, lass uns Welle fahren. Okay. Stadt wäre zu einfach. Ah, schön, Gegner 53 DP. Er musste los. Er hatte keinen Bock auf das Gefecht. Ja, er wollte lieber in 10er Gefecht. Das hier war zu wenig HP. Er hat da keine Option für sich gesehen. Warte mal, ich versuche mal dich aufzuladen hier an dieser Steinkante. Hm? Ja, setz mal ein Stück zurück. Meinst du, dass das geht, oder? Ja, zu groß die Stufe, ne? Mhm. Schade. Hier, wir haben WZ114 mit am Start. Slayer King. Ich fühle mich so sicher wie lange nicht mehr. WZ114 ist doch auch ein Stronger Tonk. Ja, ja. Lässt sich auch dynamisch erstmal reinrippen. Nein, ich bin gespottet. Wieso das denn? Scheiße. Der Schroder darüber. Ah, hier. Wer bist du denn, Alter? Läuft bei ihm. Er bleibt auch einfach stehen, damit er nochmal schießen kann. Er hat übrigens die Stockkanone drauf. Auch Stockturm? Das weiß ich nicht. Ich habe durch die Wanne geschossen. Ah, guck mal da, Charity. Mit Stockern, glaube ich, so wie es angehört hat. War so ein kleiner Pitz. Aha. Ja, Bruder, warum schießt du auf mich? Zeig, kann ich dir im Weg stehen? Nee. Gut, ich glaube, da müssen wir jetzt zu härteren Mitteln greifen können, ne? Sind die nicht beide? Ich erinnere mal den MN-103. Ja, ich... Sekunden auf den Skoda. Noch Platz nach links. Jared, hier piekt sonst auch wieder da komisch raus. Da kam gerade irgendein Even 90. Alter, komm, mach's. Ja. Mach der nicht. Da kam gerade so ein Even 90 durchs Bild geflogen. Hat er eigentlich hier mit einem epischen Duell gegen den gegnerischen T95 gerechnet? Wo ist denn der abgeblieben? Bunch of Tarts. Ah ja. Jetzt sein Problem eigentlich. Er regt sich wahrscheinlich darüber auf, dass er nicht genügend Spotting Damage bekommen hat. Ich reg mich darüber auf, dass ich hier schon wieder von Gott und der Welt penetriert worden bin. So, lass mal 3 TDs fehlen noch. Ich drück einfach mal W und fahr dann durch. Kannst dich ja hinter mir andocken. Ich dock hinter dem WZ an. Vielleicht macht der Eve 90 dann auch Platz da in dem Busch. Ach, der Türme soll jetzt nicht pieken. Ach, guck mal, hier stehen sie T-Bundanzüge. Da schießt eine Charity-Tür. Wo krass. Charity-Tür schießt irgendwo aus diesen Gebüschen raus. Hier so schießt der. Ja, aber ich wurde gerade beschossen von einem Boras, der links in einem Haus stand. Achso, ich hätte irgendwas von rechts noch beschossen. Ich rutsche hier die ganze Zeit. Ist auch richtig unangenehm. Drück mal W hier. Scharfe Tour sniped hier weiter rein. Ich glaube ganz links neben dem Haus. Grafenträger hat auch geschossen. Steht schön. Aber daneben steht auch noch der Boras. So wichtig. Ja, Waffenträger mit der großen, mit der 12-8er, mit der langen 12-8er steht da. Ich glaube, ich habe den Boras gerade getroffen. Ja, Gegnerteam weiß auch nicht mehr ganz wohin, denke ich. Langsam.
steht der Waffel? Da ungefähr. Ja, Badget, man könnte jetzt auch einfach. Da ist er. Oh, Pixelshot. Didim. Ich hab den Boraston, er ist da doch, er stand da doch nicht. Dumme Sau, oh nein. Leute, der snipt ihn weg. Aha, wilder Bounce. The fuck is your problem? Ja. Oh Gott, das will. Ja, das fasst die Koordination eines durchschnittlichen WoT-Teams auf der Karte eigentlich immer wieder ganz gut zusammen, ne? Ja, so ein, zwei Leute, Valley, die machen das schon. Der Rest steht irgendwie hinten belanglos rum. An der Grundlinie da, an diesen Bäumen. Und dann stimmt irgendwie noch so einer, der vergessen hat, loszufahren. Richtig und richtig. Ja, und einer, der sich am Anfang gleich ersäuft. Richtig. Aus Versehen natürlich. Um zu zeigen, dass es so nicht geht, Wargaming. Zaraki, vielen, vielen Dank für die 2 Monate. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ich bete mal ganz kurz hier meine Besatzung nochmal aus. Speer, klar, warum nicht? Geräuscherkennung ist eigentlich ein essentieller Perk. Der ist wichtig, ja. Ist halt schon relativ AD-anfällig. Ich bin breit. Vor allem dann kannst du auch schneller ein bisschen besser ausweichen. Was ist los? Ja, du kannst starten. Ich hole mir noch mal ein bisschen Schokolade hier und mach mal Fenster. Ja, das ist richtig. Schokolade. Mach hin. Genau, da hüpft man einfach zur Seite, wenn die Artischelle incoming ist. Kurz rechts, links gedribbelt und weg. Der T-95 wäre eigentlich auch ein prädestinierter Panzer für diese Raketentechnik der Chinesen. Mhm. Oder wenn die Arti schießt, Täuschkörper ausstoßen. Der bräuchte aber dann, wenn die Raketen aktiv sind, um die Reibung zu vermindern, um solche Kufen, weißt du, wie so ein Schlitten. Ja. Und ein Gummiboot. Naja, oder auf dem Wasser, ne? Das würde ja dann auch funktionieren, solche Aufblasbomben. Arti, das ist wichtig, dass er da eine direkte Sichtverbindung hat, dass er vielleicht auch für sich selbst spotten kann. Der Roman 123 aus Wien. Vielleicht ist das so eine Chiffre-Adresse für Online-Dating oder so. Für seine schmutzigen Geschäfte. Ich würde es eigentlich ganz cool finden, wenn sie den T95 genauso wie er ist auf Tier 8 bringen würden. Oh, steht im Weg. Alles gut. Ah, hat sich ja für CK1 jetzt auch beendet, ne? E50 hat aber auch Pläne. Der wird sicherlich hier gleich links pieken. Mhm. Da müssen wir uns jetzt ja nichts vormachen. Ne, halt still. Okay, mit ihm habe ich jetzt nicht gerechnet. Super Dude heißt er. Achtung, nicht so weit zurück. Der schießt aus Mitte rein. So, wollen wir einfach mal hier ein bisschen randalieren. Ja, ich könnte in die Jagd hier stehen, ne? Naja, der prallt ab. Steht keine Jagd mehr. Ja,
Wenn du kein Jagdtier siehst, kann da auch kein Jagdtier sein. Kriegst du es hin, ES3? Oder hat er jetzt zweimal vorbeigeschossen am E50M? Junge, das dritte Mal. Was bist du für einer? Dankeschön. Mach das gleiche durch, der Jagd ist drüben. Ja, ich bin. Also nicht da durch. Ja, dann wirst du aus der Mitte gehen. Da drüben. Fahr schon mal los. Typ 5 könnte hier noch. Ne, Typ 4 ist das, könnte hier noch stehen. Mediums dann auch noch. Ich wollte nur kurz im KPZ eine Schelle drücken. Vernünftig. Was? Skoda. Skoda steht hier. Wo ist der Skoda? Hier irgendwo in Verlängerung. Die dumme Sau. Gremlin. You little Gremlin. Eine Arti steht ja auch in Verlängerung hinten. Ja, Skoda wahrscheinlich an der Scheune. Das ist 268, Alter. Ich komm da noch nicht drauf klar. Der Super Dude. Oh. Kann man auf den schießen von da? Du kannst einfach schießen, rechts rum. Ich bin bloß noch nicht nachgeladen. Ah, ich sehe, ich sehe. Schmeckt dem. Ich fahr weiter. Minus alles. Minus Hab und Gut, Haus und Familie. Ich beende ihn mal. Ich fahr übers Feld. Mit der 121B, komplett ohne Deckung. Hat jetzt ein kleines Problemchen. Das ist ein bisschen kurzfristig geplant, der 121er. Also, scharfe Tour, auch Bild am Machen. Hier, könnt ihr aber drauf schießen? Ja, ich habe gerade den Dingsungs rausgenommen. Achso. Den 121er. Links wird gleich noch der Skoda aufgehen. Ach stimmt, der stand auch noch da, ja. Stützwagen von rechts könnte auch bald da reinballern. Oder können wir einfach Feuer abgeben. Da ist er. Das ist zu tief. Halt ich mal ein bisschen weiter rechts hier, sonst können wir zu gar nichts mehr an der Runde. Der Skoda abheben links. Hat er von da geschossen? Ich glaube, der steht beim Haus. Nee, aber ich denke, dass er da jetzt drin könnte, weißt du schon? Ich glaube, der steht ist zum Haus hochgefahren. Ist er da? Ah, nee, ist ganz hinten. Ich wollte einmal smart sein. Ja. Ach komm, jetzt wollte ich mal smart sein. Der Schritzwagen ist da in den Busch rein, links reingefahren. Da steht er jetzt bestimmt auch. Ich habe nur zu früh geschossen. Junge, wie die Gegner einfach nur kollabieren. Schön. Ja. Aber ich sag mal so, der E50M und das 268, die waren sich auch ihrer Sache ziemlich sicher, ne? Muss man jetzt. Ja gut, ich meine, wir waren vorher nicht offen. Oder warst du gespottet? Nein. Nein, ja gut, das passiert halt. Ne? Manchmal hast du solche Peaks, wo du dir dann denkst, ah ja, das sind die Kollegen. Ja, Gratulation, Gegnerteam. Ich glaube einfach, dass XVM, das sah schon wieder nach so einem XVM-Push aus. Weißt du, was ich meine? Ich habe manchmal irgendwie das Gefühl, dass das Gegnerteam dann einfach mehr weiß oder wenn die so hyperaggressiv sind, habe ich dann manchmal das Gefühl, dass da so eine gewisse Diskrepanz in der Verteilung ist. Ja, manchmal habe ich aber auch den Eindruck, dass Leute manchmal, weißt du, wenn du so zwei hast, die einfach jodeln, weil ihnen alles egal ist, ne, dass dann überhaupt kein Risiko mehr abgeschätzt wird. Der wird nicht abgewegt, gar nichts, der wird dann einfach gemeinsam gejodelt, so nach dem Motto, ah ja, wird schon gut gehen. Ja, aber das 268 und auch der E50, der KPZ, das waren jetzt alles keine schlechten, ne? Weil es war auch ein Dreierplateau, ne? Ne, KPZ und 268 waren ein Plateau. Aber die waren jetzt grundsätzlich von den Stats her nicht schlecht, vielleicht war das... Ja. Echt? War es XVM? Who knows? Dripmut Wasink. Vielen Dank für die 3 Monate. Dankeschön.
So, T95 Gameplay ist schon ziemlich entschleunigend, oder? Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, was das für eine komische Niettechnik ist, da an den Blechen? Also, ob das jetzt auch noch irgendwie Blindensprache sein soll, oder? Das ist das Museumsexponat, weißt du? Damit dann für die Blinden, die gehen dann da ran und die ertasten dann den Namen des Panzers. Ach so. Ja, ist das gerade. Ja, aber gute Frage, du, warum das so komisch ist. Sieht ja übelst komisch zusammengenietet aus, oder? Ja, aber was soll denn da genietet sein? Da ist ja nichts, weißt du, was ich meine? Ja, keine Ahnung. Die Schutzbleche daran oder. Ja, aber die sind ja da nicht dran. Freimaurermarkierung. Ah ja, das könnte es natürlich sein. Naja, also vielleicht ist da von innen was montiert quasi, weißt du, was ich meine? Aufhängung der Ketten werden damit gehalten. Das kann natürlich sein. Ja, aber warum so viele Nieten? Also was? Weil das ja eigentlich ein T28 ist, der dann erweitert worden ist. Ja, aber das Fahrwerk, das wird ja. Ah nee, warte, das ganze Ding wird dran gesetzt, ne? Mhm. Der ganze Kasten, also. Okay, jetzt haben wir es. Ja. Es ist ein Hagelschaden. Jawohl. Das halte ich auch. Warte mal. Ja. Er wird auch nochmal pieken. Maus, ich habe eine Idee für die Runde. Du musst jetzt. Vertraust du mir? Grundsätzlich nicht, aber ich bin bereit, mit durchs Bachbett zu fahren. Sehr gut, da hast du mich gelesen. Wie ein offener Jodler. Wie ein offener Jodler. Das kann ja nur gut werden. T95 wäre auch so ein Panzer, mit dem man hier vielleicht fast ersaufen könnte, ne? Ja. Wieso will das Tier in so einer Tierdoku? Da oben liegen ganz schön viele Bäume. Hat sich doch schon wieder jemand ein Nestchen gebaut. Hast du einen erbeuteten oder Bond-Turbo da drin? Nee, normal. Maus, wenn wir alles richtig machen, dann sollten wir erst unter der Brücke aufgehen. Hier schön in den Büschen halten. Jetzt hier einmal die Seite switchen nach links. Haben wir 67 hinter mir? Ja, sieht er ja, dich? Ich bin offen. Ah! Der Kunze hat mich gespottet. Ja, egal, dann gehen wir einfach unten unter die Brücke und dann passt es auch. Oder? Kunze kommt wieder hoch. Achso, komm. Wir können auch einfach hier warten. Ne? Oh. Sah aus, als ob du den Baum umgeschossen hättest. Ja, da hat noch jemand sein Bäumchen umgelegt. Vielleicht können wir jetzt hier genügend Gegner einfach ablenken. Da kommt ein 50-100. Der fühlt sich berufen, hier mal rein zu orgern, ja? Aber nicht offen hier. Gehen davor aus, dass du alleine bist. Davon aus. Ja. Ach, dieser T49 schon wieder. Ah, der sieht ganz nicht. Ja, 50-100, der wird langsam immer heißer hier. Guck mal hier, der kann den Braten riechen. Gut, jetzt sind sie alle auf der Heavy-Flanke gestorben. Wir können wieder zurückfahren, Maus. Ja. Rückwärts aber. Ja, ja, genau. Ich decke deinen Rückzug hier. Ich will den T49 mal nachholen. Nevermind, ich schieß drüber. Schade. Bist du jetzt offen? Der 30 hat Bock. Ja, du schießt drüber, wusste ich doch. Ich drehe mich jetzt um. Jawohl. Falls hinter uns was piekt, dann einfach Rücken an Rücken, ne?
nochmal gespottet worden. Ja, vielleicht der Light, oder? Da kommt jetzt der 60 TP rein. Ich versuche den Light erstmal zu finishen. Wo steht er denn schon wieder? Oh fuck, FH oberhalb, Maus! Kann nichts machen. Hat er in den Dreck geschossen? Kassierst du was von hinten? Nein. Das ist auch nicht gut. Komm mit rüber. HE? 60 TP ist ein HE-Enjoyer, ja. Genau. Okay, ich cover dein Rear, weil jetzt kommt der 1500 mit rein. Wir müssen uns jetzt ziemlich an der Schräge halten, weil der FV und T30 und so, die waren richtig wild gerade. Kommen die jetzt? Ja. Wie so ein Flusspferd wendest du da gerade. Ja, ich wollte hier nochmal... Ja, auf den Kunze, ne? Der piekt vielleicht auch gleich. Der steckt da jetzt fest hinter seinem Haus. Oh, er fährt weg! mit HE, wissen das. Oh, Kundschaft hinter uns. Oh, jetzt klippt der AMX oder was? Nimm mal auf damit. Ich AMX? Der 5000 hat mich gerade beschossen. Was? Aber der hat nur einen gemacht. Nein. Ja, er sieht mich nicht. Lol, ich habe gerade unspotted auf den 5000 geschossen. Ja, ich würde mal hier... Wir sollten uns nicht allzu weit voneinander entfernen. Was macht der AMX da? Kriegst du den? Ja, danke. Schön! Es. Du Ast rein, genau so hatte ich das geplant hier. Das ja, Ganze. Ja, das ist das Bachbecken-Comeback. Man kennt es. Guck mal, der T940 hier in unserem Team. Enemies just cruising around in the middle of the map. Can someone shoot some spots, please? Sehr, Mann. So, ich warte mal auf dich hier und dann können wir Händchen haltend in den FV reinrennen. Er kann nur einen machen. Richtig. Aber das ist auch die Idee dahinter, richtig? Ja. Na, ist schön hier. Mal unser Leo. Ich eh mal kurz den Kunze ab. Gleich macht der Leo den auch. Komm hoch jetzt hier und dann klatschen wir weg. Der 65 Tonnen hatte noch Full AP, ne? Der ist sehr gefährlich. Oh, warte. Er hält uns hier. Was machen wir mit den 65er? Die stehen beide hier auf unserer Seite. Ich warte mal. Ja, ich fahre hier rechts rum. Okay, dann fahr ich jetzt. Oh, ich bin abgeprallt. Scheiße. Ja, kranker Tank auf jeden Fall. Der FV ist abgehauen, glaube ich. Oh, T30 macht Sachen. Ja, ich push ihn. 5 Sekunden habe ich auf ihn. Jetzt. Komm, AMX. Ja, der FV, deine Chance hier. Der FV ist da nach hinten gefahren. Und wir beide HE da. Ja, es ist super schwierig, den da zu treffen. Ich mache es. Ich mache ihn. Guck, okay, ich schieße auf deinen Marker mit einer HE. Warte, warte. Ich könnte auch erstmal einen Schuss tanken, dann wissen wir, wo er steht. Wollen wir nicht erstmal eine AMX killen? Na gut, ich warte. Ja, warte, dann muss ich kurz wieder... Wie war das mit dem Schuss tanken? Gut. Stabiler Roll. Und natürlich auch stabiler Hit erstmal. Gut. So mache ich das auch immer. Das ist nicht mein Problem. Das ist ein Pixel auch, ne? Ja. In so einem Winkel sieht er da die Runde. Ja, gut. Schade. Er stand da, ne? Wie gesagt hat. Unsere unsere Waffenflusspferde weggeschmissen. Flusspferd, Bruder. Aber er stand da, ne? Er stand da, ja. Ja, ich glaube weiter links, nicht da, wo der T10 gepinkt hat, sondern in der. Ja, die kleine Gun der 49er, der klärt das. Und auch zwei Gunmarks. Plopp. Den will ich gar nicht.
Scheiße, eigentlich hätte ich auf APCR bleiben können, ne? Nee, nee, Later E ist gut, der geht gleich auf. Ja, aber der hat, glaube ich, gar nicht mehr genug. Achso? Ja, der hat noch 1000 ungefähr. 824. Ist der, hat sich da gelohnt. Durchs Bachbett geschnobelt. Ja, vor allem einmal hin und dann wieder komplett zurück. Das ist witzig. Und das, aber der T49 hat ja grundsätzlich recht, ne? Die Typen sind hier gejodelt, die Typen sind auf der anderen Seite gejodelt. Der 5100, er fährt einfach zum Fluss hin, kassiert nicht, fährt wieder weg vom Fluss, kassiert nicht. Aber der hat es gut gemacht, ne? Also immer von Haus zu Haus, von Deckung zu Deckung. Ich glaube, die haben das einigermaßen intelligent gespielt. Sind nicht einfach gejodelt, möchte ich damit sagen. Kann man den hast du. 41er, könnt ihr. Oh, und hopp. Schön, macht er den. Reichenwagen 92, ist auch ein netter Name. Reichenwagen. Einige sind halt extrem positiv unterwegs, andere nicht. Der ist auch hier. Ah, ja, moin, Grüße, Leichenwagen.